Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu einer Runde Planet Zoo. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Genau, ich bin wieder da. Ihr seid wieder da. Lasst auf jeden Fall den Like da, wenn es euch gefällt, Planet Zoo. Und wenn ich, also Planet Zoo und meine Videos, das wäre natürlich richtig, richtig schön, wenn ihr das machen würdet. Wir haben das Tropenhaus, habe ich ein bisschen schicker gemacht, jetzt während Zwischenaufnahme. Das seht ihr letztes Mal beim Thumbnail. Ich habe jetzt hier den Eingang mal richtig gefixt. Hier die Eingänge mal schön gemacht. Hier so ein bisschen versucht, mit diesen Wandsachen was zu bauen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Die Pflanze hier unten ist jetzt nicht so mega geil. Das finde ich jetzt auch nicht so cool. Ich habe hier Pflanzen drum gemacht. Das Dach, glaube ich, gab es vorher schon, oder? Ich hoffe auf jeden Fall. Dann habe ich hier ein bisschen was gemacht, so um die Ecken rum, sodass das alles ein bisschen versteckter ist hier. Hier habe ich ein paar Shops gemacht, denn laut dem Ding hier hatten die Leute sehr viel Durst. Die haben immer noch viel Durst. Das regeln wir dann auch nochmal bei Gelegenheit. Hier viele Pflanzen, sodass wir den Weg für das Personal hier ein bisschen versteckt haben. Ist das immer noch ausgefallen? Nee, das ist mittlerweile wieder in Betrieb. Das ist ganz cool. Habe ich drinnen noch was gefixt? Lass mich mal kurz gucken. Ich habe hier drin so ein bisschen was mit Ambiente gemacht. Ich habe hier Musik gemacht. Ich habe hier noch ein paar Pflanzen verteilt. Und Lichter reingemacht. Das heißt, wenn es jetzt dunkel wird. Lass uns einmal kurz starten und lass es uns dann einmal kurz dunkel machen. Dann gehen hier drin die Lampen an und dann sieht das Ganze auch schon wieder ein bisschen netter aus. Ihr hört es auch, glaube ich, jetzt. Das sind diese Ambienten, wie nennt sich das? Dinger. Machen einfach mal wieder durchgängig. Hier haben wir das Problem, dass unser Baby erwachsen geworden ist. Den nehmen wir jetzt einfach mit. Denn den müssen wir verkaufen. Sonst prügeln die sich hier nämlich richtig hart. So viele Tiere habe ich nämlich auch gar nicht mehr. Und so viel mega, mega viel Zeit habe ich auch nicht mehr. Was Planet Zoo betrifft. Also Planet Zoo, die Beta geht ja demnächst auch wieder zu Ende, leider. Oder demnächst. Also es ist auch nicht mehr so mega lange hin. Wir gucken jetzt mal, was hier los ist. Denn wir haben hier auch einen Mandrill, der sich verletzt hat. Ich glaube auch. Guck mal, wie die wackeln hier. Die Liane. Das ist ein bisschen heftig. Ich glaube, dass ich das hier ein bisschen falsch gemacht habe. Dafür ist das Klettergerüst draußen ganz cool. Und ich weiß auch nicht, wie viele Mandrills wir noch hier drin haben. Könnten wir uns ja mal eigentlich anzeigen lassen. Da 4 Stück. Tierarztpraxis. Ah, okay, die wird also verarztet. Genau, und dann haben wir hier noch diese Böcke, die Spießböcke. Enthält ein totes Tier. Na Mensch, da können wir ja gleich den Tierarzt rufen. Und auch den Techniker eigentlich, weil der Barrierenstatus ist jetzt nicht so mega geil. Eine Schildkröte ist wieder am Verhungern. Und hier Spießböcke haben wir ohne Ende. Müssen wir mal gucken. Oh, hier, der ist tot. Ist das das Männchen? Nee, ist ein Weibchen. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ob wir das hinkriegen, dass wir hier nochmal ein bisschen aussortiert kriegen, dass ich das hinkriege. Hier haben wir noch den Chief Bee vom Anfang. Die Wölfe, die laufen auch ganz gut rum. Ich finde das Wolfsgehege gar nicht mal so dumm. Auch nach einiger Zeit jetzt, wo wir das haben, finde ich das gar nicht so dumm. Die Platzierung im Zoo ist ein bisschen blöd. Das hätte man ein bisschen besser machen können. Der Baum hier ist tatsächlich ein bisschen blöd, wenn ich das so sehe. Lass uns den mal dahin platzieren. Und der Baum hier ist auch schlecht. Warum ist denn das jetzt so, dass die Bäume da so üblich sind? Das ist ja doof gemacht. Das ist ja doof gemacht. Naja. Ich glaube, wir könnten eventuell den Weg so machen. Ja. Oder auch nicht. Okay. Einfach nochmal ganz zurück. Normalerweise kann ich die Wege relativ gut abrunden hier. Das ist mir auf jeden Fall ein paar Mal gelungen in meinem anderen Zoo. Aber es sieht so aus, als würde ich das hier nicht schaffen. Dass das hier ein bisschen zu frickelig ist. Weil das ist in Planet Coaster-Manier relativ schwierig, eine schicke Plaza hinzukriegen. Das ist, als wenn sich hier gerade überhaupt nichts bewegt. Ich lasse es lieber. Ich lasse es jetzt aktuell lieber. Ich müsste den kleinen Weg nehmen. Wir lassen es. Wir lassen es so, wie es ist. Wird schon schief gehen. Die Wölfe, die heulen ja eh schon rum. Hier sind unsere Tiger. Hier dachte ich, mache ich ein paar Pfauen rein. Die wurden sich auch noch gewünscht. Es wurden sich allgemein ein paar Tiere noch gewünscht. Gewünscht, die ich noch machen muss. Beziehungsweise machen kann.
Lass uns hier mal ein Raster machen. Denn das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn wir hier ein Raster platzieren und das hier dann abrunden. Guckt euch an. So mache ich das richtig. Das sieht schön aus. Ja, so lassen wir das doch mal, ne? Ach ja, so, es sind auch viele Leute zu Planet, wegen Planet Zoo dabei jetzt bei mir auf dem Kanal. Das finde ich, das ist grandios. Ich sag mal, wie es ist. Ich finde es grandios, dass so viele, dass ihr so zahlreich hier neu dabei seid. Also ein herzerfrischendes wollen wir an alle neuen Abonnenten auch. An alle neuen Zuschauer. Ich freue mich sehr über jeden Einzelnen. Sind die stuck? Ne, die gucken sich ja die Sachen an. Sah kurz so aus, als wären die stuck. Und dann dachte ich, machen wir hier hinten noch so ein anderes Gehege. Also ich habe so noch so ein paar Pläne. Ich werde jetzt das Wochenende dafür nutzen, so ein paar Pläne durchzusetzen. Vielleicht streame ich auch nochmal. Das werde ich euch dann natürlich zu gegebener Zeit auch nochmal sagen. Soweit mein Plan. Wie viele Pfleger habe ich hier bei dem Savannengehege? Ich habe so ein bisschen das Gefühl... Nee, ich will nicht die Pfleger. Ich nehme immer die Pfleger als erstes. So ein bisschen das Gefühl, dass ein bisschen wenig hier in dem Savannengehege arbeiten. Oh, haben wir einfach noch mal einen eingestellt. Da kann ja wohl nicht so schwierig sein. Die ziehen hier auf jeden Fall die Sachen weg. Ist das hier Futter für die Giraffe? Dass er einfach auf den Bogen gelegt hat? Ach ja, es gab ein paar Patches. Die Veterinäre und die... sag schnell. Die Hausmeister, die hören jetzt nicht mehr auf beim Forschen, wenn die eine andere Aufgabe haben. Die müssten jetzt eigentlich weiter forschen. Und das eigentlich nur pausieren. Das ist wohl... Das Wichtigste für mich, der wichtigste Patch. Das finde ich ist hammerwichtig gewesen. Ne? So, auf dem Tiermarkt sind wieder ein paar Sachen on the road, wie zum Beispiel die Kaffernbüffel. Da kriegst du richtig viel Asche für aktuell. Die gehen hoch in die Tausende. Elefanten natürlich sowieso immer. Afrikanische Wildhunde. Die sind auch mega krass selten geworden irgendwie. Hier sind wir jetzt einfach 25. Das ist relativ selten, dass die so günstig zu haben sind. Dann müssten wir eigentlich zuschlagen. Die kriegst du auf jeden Fall kaum noch. Tapire sehe ich jetzt gerade, sind relativ viele da. Und relativ teuer auch. Also die Preise sind explodiert, sag ich mal. Ich glaube, unser Tapir ist auch direkt weg, ja. Den habe ich auch nur für 10 angeboten. Also das ist ja eigentlich auch nichts, für das wir den angeboten haben. Der Markt ist überhitzt. Ich sag jetzt, wie es ist. Der Markt ist überhitzt. Wo war unser Skorpion drin? Hier drin. Können wir dir hier so einen langen Baumstamm geben? Das ist ja schon mal ganz gut. Denn den Tieren hier in unseren Vivarien geht es jetzt nicht so mega gut. So ein Baumstamm. Hier ist zum Beispiel jetzt gar keine Spinne mehr drin. Warum auch immer. Warum ist denn hier keine Spinne mehr drin? Keine brasilianische Spinne mehr. Holen wir uns Juan. Juan kommt an den Zoo. Schade, die kann ich nicht sortieren hier. Brasilianische Spinne. Wo ist denn die? Haben wir noch hier eine? Juan hatten wir und jetzt nehmen wir uns auch noch hier. Ricardo. Da haben wir die beiden. Das ist doch ganz gut, dass die hier so ein bisschen Action machen hier, die brasilianischen Spinnen. Wie sieht's hier drüben aus? Sind auch alle tot? Nee, hier ist noch alles lebendig. Wie sieht's hier drüben aus bei den Lehman Frogs? Auch alles okay. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Ja, wie gesagt, habe ich ein bisschen schick gemacht hier, das Vivarienhaus. Und wir müssen jetzt endlich mal anfangen, dass wir hier noch was regeln. Es gibt sehr viel Müll im Zoo. Das Problem ist uns bekehrt. Ach ja, lass uns mal gucken. Tiger, Freunde, Tiger. Da ist auf jeden Fall ein Unterstand, ein harter Unterstand wichtig. Da habe ich gedacht, dass wir eventuell nochmal eine Höhle bauen. Höhlen sind immer ein Gewinner in meiner Welt. Lass uns das doch nochmal zurück machen. Jetzt gehen gerade da die Tiger hin. Das ist jetzt ein bisschen unvorteilhaft. Und es ist auch ein bisschen blöd, dass die hier... dass die Königstiger jetzt genau da sind, wo ich die Höhle bauen wollte. Brauche ich die vielleicht hier drüben? Also im Prinzip ist ja egal, welche Seite ich die baue. Nehmen wir hier zwei, drei große Schlafdinger. Pausieren immer den ganzen Klaggeradatsch. Und lassen hier Ice Cold
Alter. Nicht Auswahl benutzen. Automalen auch nicht. Übernehmen will ich das eigentlich, weil dann dürfte jetzt hier nicht... Eigentlich dürfte hier nicht so viel Gras hier kommen, aber gut. Wenn ihr das unbedingt meint, dass das wichtig ist, dann lasst uns da ein bisschen Gras machen. Bauen wir hier die Höhle rum. Die muss auch nicht so mega fetzig sein. Muss nur so eine kleine Höhle sein, wo unser Tiger drin leben kann. Unser Tigerpärchen. So. Komm. Im Prinzip schütte ich das... Das Beste wäre tatsächlich, wenn ich das alles einmal richtig schön aufschütte hier. Und dann die Höhle draus baue. Das ist im Prinzip das Einfachste. So. Machen wir hier. So, dass er nicht darüber hoppen kann. Das wäre natürlich richtig blöd. Das wäre richtig, richtig UFO to have. Machen wir hier mal schön die Höhle rein wieder. Jetzt nicht aufmachen, die Höhle. Das wäre blöd. So wie hier die Ecke zum Beispiel. Das ist blöd. Zu wieder machen. Sehr gut. An Oberfläche ausrichten. Und dann machen wir hier die Öffnung rein. Muss auch nicht so eine mega große Öffnung sein, sodass die Tiger halt da reinkommen können. Dann machen wir hier Felsen rein. Das geht ja wohl gar nicht. Dass hier so Gras drauf wächst und so. War wohl ein schlechter Scherz. Auf so einem schicken Berg kannst du kein Gras haben. So. Das mal so gemacht. Hier drin ist dann auch... Ja, oben drüber... Hubala. Hä? Hallo? Hallo? What's happening? Machen wir ein bisschen Erde rein hier. Erde und Felsen passen halt deutlich besser als das andere. So. Guckt euch das mal an hier. Wunderbar. Ah, da bleibt ja kein Auge trocken. Hier kommt die Erde dann so hin. Sehr gut. Sehr gut. Was sagen die Tiger? Die Tiger, was sagen die Tiger dazu? Zählt das als stabiler Rückzugsort? Warum nicht? Ihr hört, ich bin auch noch ein bisschen verschnupft. Ist das kein passierbares Rückzugsort? Zählt das nicht als Rückzugsort? Oder ist das, weil ich pausiert habe? Oh, mich doch trollen die Tiger. Oder? Jetzt ist es auch nicht passierbar. Vielleicht. Ich will das ja auch nicht zu groß machen hier. Die Öffnung. Das wäre ganz gut, wenn der Tiger das jetzt demnächst mal als passierbar ansehen würde. Weil meiner Meinung nach ist das ein stabiler Rückzugsort. Wird er sich ja wohl reinlegen können, oder? Oder wenn nicht? Ich habe auch kein Problem damit, nochmal hier so reinzugehen und das so zu machen. Geht das hier ein bisschen weg. Aber im Prinzip müsste das als stabiler Rückzugsort zählen. Im Prinzip. Ich sag nur im Prinzip. Zu viel Müll. Erst die ja, ich hur nicht, da geht's schlecht. Es ist einfach kein stabiler Rückzugsort für die Tiger. Die kommen da einfach nicht rein. Warum auch immer. Passierbarer Bereich. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, für die Tiger da reinzukommen. Öffnung ist auch sehr klein. Muss man ja mal dazu sagen. Das ist eine ganz kleine Höhle. Woran liegt das denn? Hier am Eingang? Jetzt habe ich hier hinten natürlich das Loch aufgemacht. So. Liegt das da hinten am Eingang? Nee, eigentlich ja nicht, ne? Ah, jetzt 26%. Ist das jetzt? Wunderbar, jetzt zählt das. Aber ich bin mal gespannt, ob die da reinkommen. 10 für 26%. Gut ist was anderes. 26% finde ich, ist relativ wenig dafür, dass das so eine geräumige Höhle ist für zwei Tiger. Aber ich meine, komm. Geschenkt. Lass es doch so sein. Dann ist das halt so. Was habe ich jetzt hier genommen? Ich glaube, ich habe Tropenfelsen genommen, ne? Nee. Was sind Tropenfelsen? Warum sind denn die so gelb, so orange? Geht ja wohl gar nicht. Der kann da auch entkommen aus dem Gehege, wenn er will. Das ist meine Prediction. Wenn der Tiger wühlen würde,
wollen würde, könnte er da rausspringen. Gut, dass er es nicht will. So. Gönnen wir dem hier auch nochmal einen Felsen. Oder drei oder vier. So, dass er ein bisschen Ruhe ist, ne? Für die Tiger hier. So. So, könnt ihr da jetzt reingehen? Zählt das jetzt als Unterstand? Zählt das jetzt irgendwie mehr oder so, weniger? Also das hier ist auch passierbarer Bereich, das ist auch völlig okay. Alter. Plötzlich fängt er an zu rennen. Ah, es zählt als Rückzugsort das eine hier, ne? Ja. Das ist ein Rückzugsort. Der Rest ist eher nicht so schön. Ja, muss es halt so sein, ne? Müssen die halt mit leben, so ein bisschen, die Tiger, würde ich jetzt sagen. Und meiner Meinung nach ist das ein Rückzugsort und meiner Meinung nach ist er eigentlich auch groß genug. Ich kann mich auch irren, ich bin ja kein Tiger-Experte jetzt, ne? So, lass uns mal gucken, dass wir hier einen V kriegen. Oder drei oder vier. Wie hießen die denn? Blauer V, würde ich sagen. Die sind relativ günstig zu haben. Ich habe da schon mal ein, zwei günstig erworben. Erwerben wir auch mal den hier günstig. Und Männchen sowieso. Männchen, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Hier bei Zoo 1 zum Beispiel. Kauf! Sehr gut. Haben wir ein Männchen und ein Weibchen gekauft. Könnte schlimmer sein. Könnte schlimmer sein. Springbock leidet unter niedrigem Wohlbefinden. Warum denn? Weil hungrig. Okay. Ja, genug Pflege gibt es ja eigentlich, ne? Das Wasser hier hat versagt. Da ist der Techniker auf dem Weg. Ist auch okay. Jetzt fliegt der Spiel überhaupt nicht schnell. So, hier habe ich die Zäune nicht verbunden. Da müssen wir mal kurz gucken, dass wir das hier ein bisschen smart hinkriegen. Ja, hier führt leider kein Weg durch. Das wäre ein bisschen schöner gewesen, wenn ich da einen Weg durch gehabt hätte. Netzgiraffe, wunderbar. Müssen wir mal gucken, dass wir hier für die Tiere alles ein bisschen erforschen. Müssen für die Tiger eigentlich auch erforschen noch. Jetzt sind aber erstmal die ganzen anderen Tiere dran. Die Savannentiere, die wir noch nicht haben. Machen wir das mal. Ja, wo kommt der V? Wo kriegt der V sein, wie nennt sich das, Mitarbeiter-Gate hin? Auch irgendwo, ne? Also das Einfachste wäre, wenn wir das hier machen könnten und hier den Weg ein bisschen zur Seite. Also für den Galapagos-Schildkröten hier. Wenn wir quasi so machen. Das Ganze dann ein bisschen verkleinern. Muss auch nur ein kleiner Weg sein. Sehr gut. Bom, bom, lomdo. So. Gönnen wir uns hier den Busch natürlich nochmal in das Gehege. Zack. Die Palmen ziehen auch nochmal um. Zack. Das müsste, also für die Schildkröten müsste das jetzt nicht so viel ändern. Aber für uns ist das hier auf jeden Fall dann ein besserer Weg. Ich arbeite jetzt, wenn es dunkel ist. Müsst ihr entscheiden, ob das cool war oder nicht. Das machen wir mal weg. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Freiheiten hier. Okay, so. Weil der V ist natürlich um einiges entspannter als jetzt so ein Tiger. Das heißt, du kannst hier eigentlich auch die Hecke machen. Plus. So. Ist völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Wie wir das hier machen. Plus. Mach ich da die Hecke? Können wir eigentlich machen, ne? Ab durch die Hecke, Freunde. Geht das immer noch nicht? So geht das. Machen wir einfach mal die Hecke hin.
für unseren V. Ich werde auch noch ein paar andere Sachen machen, die ihr euch gewünscht habt. Ich habe euch nicht vergessen. Ja, ich habe das Ganze nicht vergessen. Oh, das könnte natürlich kritisch werden jetzt hier. Das ist natürlich blöd. Das hätte natürlich besser sein müssen. Ich sag mal, wenn wir es hier hinbauen. Dann passt das auch. Ob das Gehege jetzt da so rausgebeult ist oder nicht, das ist ja. Das ist im Prinzip egal. Ich weiß nicht, ob wir die Wand runterkriegen, ohne dass wir die Tigerwand runterkriegen. Schauen wir nicht. Gut, dann nehmen wir nur das hier. Und dann kommt das Ganze hier mal schön auf 1,4. Das ist beim V, glaube ich, egal. 1 Meter. 1 Meter. Machen 1 Meter glatt, Leute. 1 Meter glatt. Dann geht er hier hoch, der Weg. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Völlig okay für mich. Wir lassen die Zeit noch mal ein bisschen weiterlaufen, damit es jetzt auch gleich Tag wird. Das würde ich ganz schön blöd finden, wenn das so bleibt. Blauer V. Königstiger weg. Tier ist am Verhungern. Welches Tier ist denn am Verhungern? Springbock. Hab ich da nicht so viele Leute reingesetzt? Das ist, weil der hier so doof steht. Wird der gedingst? Von der aus der Transportbox? Weil ich kann den, glaube ich, nicht umsetzen jetzt, oder? Da bewegt er sich endlich. Hoffentlich frisst er jetzt was. Ja, ist er hingelaufen direkt. Das ist halt blöd. Wenn du da nichts für kannst und dann wählt das Spiel für dich, dass das nicht ankommt. Ist das richtig doof. Das Futterding, eine große Fütterschüssel und natürlich eine Wasserschüssel? Nee, natürlich eine Wasserleitung. So. Dann haben wir das. Dann können wir jetzt genauso gut den V auch direkt holen. Was ist hier los? Unter niedrigem Wohlbefinden. Lass uns kurz gucken, dass wir den V kriegen dann. Blauer V. Verlesen. Blauer V. Nicht handeln. Ich will den verlegen. Dann kommen die nämlich hierher. Und wir gönnen uns direkt mal einen Pfleger, den man nicht im Gehege platzieren kann. Das ist echt blöd gemacht. Da bekommt natürlich hier ein V. Oh. Blöd gelaufen. So. Das ist das Gebäude. Das ist das Gebäude. Das. Die beiden. Das hier und das auch. Das ist Pfau. Und da gönnen wir uns auch nochmal einen Techniker, der V kriegt. Da hinten läuft eine. Das ist der hier, ne? Der hat kein Arbeits... Der hat Schildkröten. Dann ist es der daneben. Kein Arbeitsbereich. V ist dein Arbeitsbereich jetzt. Der Techniker ist auch da. Das Tier ist auch gleich da. Und der Tierarzt ist auch da. Der Veterinär bekommt auch V. So. Gehege beinhaltet totes Tier. Bei den Wölfen? Oh, an Altersschwäche gestorben. Okay. Tierarzt rufen. Dann liegt das halt daran, ne? Hemmingsen oder Lukas. Lukas weg dann. Winter. Winter lassen wir da. Winter kann die Familientradition fortführen hier. Veterinärforschung abgeschlossen. Für den Strauß. Weil der paart sich eh mit dem. Also Inzucht ist hier... In der Beta nicht so schlimm. Der hat das Futter einfach weggemacht. Tierarzt gerufen, ja. Enthält totes Tier. Ja, okay, dieses Problem ist jetzt bekannt. Okay, wo waren wir hier beim V? Weil hier ist natürlich das Gelände jetzt nicht so gut.
Gras kurz ist jetzt nicht so toll. Nicht so berauschend. Das ist es gleich mal auf 5 machen. Gras kurz ist natürlich nicht berauschend. Gras lang ist zu viel. Dafür brauchen wir noch deutlich mehr Erde. Ich sag mal, hier vorne kannst du nur Erde hinmachen eigentlich. Das läuft deutlich besser jetzt plötzlich. Als das vorher noch lief. Und ein stabiler Rückzugsort ist noch vonnöten. Und wo ist das die Pflanze? Ist das die hier? War das tatsächlich die Pflanze, die ins Gehege reingeguckt hat? Ja, tatsächlich. Gemäß Asien, okay. Gemäßigt und Asien. Lass uns 2-3 Steine reinmachen. Müssen wir jetzt auch nicht so viele Steine hier reinmachen in das Gehege tatsächlich. Das ist beim V ein bisschen unnötiger, sag ich jetzt mal. Als jetzt bei anderen Tieren. So, bringt überhaupt nichts, dass ich das so gemacht habe. Egal. Gemäßigt und Kontinent ist asiatisch. Da ist er. Guck mal, da kommt jetzt hier zum Beispiel der Bergahorn rein. Nehmen natürlich nur die kleine Variante. Weil wir es können. Buche. Auch nur die kleine Variante der Buche. Dann hier so ein bisschen. So ein bisschen muss ja sein. Hier so ein bisschen Distelkram. Dann könnten wir hier Efeu machen. Wir lassen das mal. Efeu ist nicht cool. Ahorn finde ich deutlich besser. Dann gibt es auch die. Was sind denn das denn hier? Maiglöckchen? Moosglöckchen, okay. Moosglöckchen können wir noch ein paar mehr machen. Da kann man auch ruhig mal. Kann man auch ruhig mal hier so machen. Und dann hier natürlich der Stechdorn. Komm mit rein. Das müsste von den Pflanzen hier okay sein jetzt. Okay-ish. Tatsächlich sogar schon zu viel. Krasse Story, ja. Dann machen wir den. Die Glöckchen hier weg. Reicht das dann? Die Maiglöckchen weg sind? Die heißt nicht Maiglöckchen, Goro. Ich weiß. Dann das? Ja, das war ausschlaggebend. Also die Blumen. Habe ich direkt gesehen. Also die Blumen waren dann auch zu heftig. Lass uns mal das Sandding. Kann ich das frei bewegen? Okay. Ich würde es dann vielleicht gern direkt in die Mitte machen, weil dann können wir hier so einen kleinen Unterschlupf bauen. Der muss nicht groß sein. Der muss nicht groß sein, aber ich baue ihn jetzt noch. Und ich baue ihn gerne aus Holz. Das macht bei denen hier deutlich am meisten Sinn. Das ist nicht schlecht. Das ist ein bisschen groß. Das ist nicht schlecht. Okay. Machen wir das hier. Da ein. Da ein. Da ein. Den vielleicht ein bisschen so. Ich meine, es ist natürlich ein V, ne? Da müsste da ja auch locker leicht hochkommen. Wenn wir hier was hochbauen. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann brauchen wir natürlich oben drüber noch ein. Noch so eine. So eine Konstruktion. Die kriegen wir auch hin. Die muss ja auch nicht so hoch sein, weil es ist ja wieder nur ein V. Veterinärforschung, wir schließen das Ganze mal kurz ab. Mit der Forschung. Dann können wir hier auf jeden Fall mal den. Ja, komm, machen wir den V. Dann haben wir den auch. Extra groß passt nicht. Klein, zu klein, mittel. Mittel passen da 2 rein. Wunderbar. Dann kannst du da eigentlich auch direkt so ein schickes Dach drauf bauen. So ein relativ hohes. Weil das ist dem V ist das am Ende egal. So ist ganz cool. Wenn wir da jetzt noch ein bisschen Holz für die Wand finden. Nicht das, sondern eher das hier. Es ist zu hoch tatsächlich. Das ist doch wunderbar.
Passt er da rein, der V? Wäre ganz gut zu wissen, ob der da reinpasst oder nicht. Und dann, wie wir den da hochkriegen. Holzplanke. Und die ist zu kurz. Ja, mit Holzplanken werden wir den hochkriegen, ne? Denke ich jetzt mal. Hier mit dem Holzding. Aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht bewegen, nicht drehen. Ich weiß nicht, wie viele von den Dingen ich nebeneinander machen kann. Dass er da hochschlendern kann. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Wie kommt denn der da hoch jetzt? Planke. Dünne Planke. Dicke Plante. So eine Planke. Dann will ich lieber so eins. Ja, ganz genau. So einen. Ist das das Beste hier, was wir haben? Ja. Dachte kurz, die kommt da so hoch. Lass uns kurz den Winkel ausrichten dann. Ich sag mal so. Stellen das Ding noch so hin. Und drehen das natürlich noch gekonnt. So, sag ich mal. Ist das schon ein bisschen steiler? Oh. Oh, 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 oh. Drehen wir nochmal kurz. So. Das ist okay. Komm, hier entfernen wir die beiden Dinger. Nicht den. Nicht du. Du, du und du. Kopieren. Avanciert kopieren. Das ist in Ordnung. Auch nochmal hier. So, da sind jetzt genug Planken hoch. Das müsste passen für den V, dass er da hochkommt. Zählt das stabiler oder? Jawohl. Guckt euch das mal an. Dann setzen wir das ganze Ding nochmal ein Stück nach hinten. Drehen die ganze Chose nochmal. Kann ich es nicht nochmal drehen? Hallo? Jetzt mache ich es einfach so. Das haben die jetzt davon. Mache ich jetzt so. Boom. Und schon hat der V auch noch so ein kleines Häuschen da. Mensch, das ist ja nett. Das ist ja schön. Ich freue mich. Wir haben ein kleines V-Gehege gebaut. Ich habe noch ein paar andere Pläne. Lass uns einmal kurz gucken, was die hier brauchen. Galbis oder? Guter Service. Okay. Muss man ja nicht gleich aggressiv werden. Ich habe noch ein paar andere Pläne. Wir werden auf jeden Fall nochmal ein begehbares Gehege bauen. Das kommt dann morgen wahrscheinlich. Würde mich nicht wundern, wenn das morgen kommt. Ich habe da auf jeden Fall Ideen und Pläne, wie wir das hinkriegen. Wir bauen hier nochmal kurz einen kleinen Ahorn hin, weil die Ahornbäume cool aussehen. Und ihr habt hoffentlich einen Daumen da gelassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Planet 2. Bis dahin, haut erstmal rein.